Okay. Ja, einen schönen Abend. Hören wir es? Ich bin dankbar, dass ich heute wieder bei der Friedensmahnwache mit euch. Bitte näher hin, ja? Also, ich bin dankbar, dass ich heute wieder mit euch bei der Friedensmahnwache dabei sein kann und die Möglichkeit habe, über ein Thema zu sprechen, eben 9/11, das mir persönlich als Mensch sehr nahe geht, weil ich habe gesehen in den Videos, wie die Menschen aus den 100. Stock heruntergesprungen sind. Ich habe die Mitschnitte der Handys gehört, wo sich Väter von ihren Kindern verabschiedet haben. Und gleichzeitig ist es auch ein Thema, das mich als Bauingenieur ganz einfach frappiert, wie solche großen Gebäude hier überhaupt zusammenstürzen können. Der 11. September war in New York ein wunderschöner Tag, es war sonnig, so auch bei uns in Wien. Und ich war mein Büro war damals im Millennium Tower, im 24. Stock, also auch ein Hochhaus. Und am Nachmittag ruft mich mein Sohn an und sagt, stell dir vor, World Trade Center ist eingestürzt. Also ich konnte das ganz einfach nicht glauben. Sag ich, ja, im Fernsehen laufen die Videos über den Einsturz, schaut er das an. Also ich habe mal geschaut, wo bei uns ein Fernseher ist, im Büro haben wir das angeschaut und wirklich habe ich gesehen, wie diese riesigen Türme einstürzen. Ein Jahr vorher war ich nämlich in New York und war eben im Südturm selber drinnen, war dort oben in der Cafeteria, also ich kenne diesen Komplex aus eigener Anschauung ganz genau. Und es ist ja ein riesiges Areal dort, dieses World Trade Center. Diese zwei Türme haben jeweils eine Höhe von 415 Meter. Und so große Höhen kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber wenn man sich vorstellt, man ist in einem Schiefernagel auf der Donau beim Leopoldsberg und stellt auf den Leopoldsberg noch einmal die Stephanskirche drauf und schaut jetzt von unten bis hinauf zur Spitze dieser fiktiven Stephanskirche auf dem Leopoldsberg. Das ist die Höhe von einem dieser Türme. Und wenn man weiß, dass dieser Turm in 12 Sekunden eingestürzt ist, also 12 Sekunden, so eine riesige Größe, dann ist das ganz einfach unglaubwürdig. Das kann nicht mit normalen Einsturzbedingungen zusammenhängen. Neben diesen zwei Türmen gibt es noch ein drittes Hochhaus des World Trade Center 7, das 171 Meter hoch ist und ungefähr 45 Geschosse hat. Das kann man vergleichen mit unserem Millennium Tower, der ist auch 170 Meter hoch ohne diese Aufbauten und hat ungefähr 50 Geschosse. Der Unterschied zum Millennium Tower ist allerdings, dass ein Geschoss im World Trade Center 7 so groß wie ein Fußballfeld ist, während im Millennium Tower haben wir einen Durchmesser beim Turm von 50 Metern. Also auch eine ganz große, gigantische Größe. Der Ablauf von diesem Anschlag war ja auch von seltsamen Randbedingungen begleitet. Um 6.45 Uhr in der Früh wurde im ganzen World Trade Center die Feueralarmanlage ausgeschaltet. Um 7 Uhr sind die Flugzeuge gestartet, die dann in den Nord- und Südturm hineingeflogen sind. Und um 8 Uhr war bereits der erste Impact des eines Flugzeuges im Nordturm und 15 Minuten später im Südturm. Eine Stunde später sind dann diese zwei Türme zusammengefallen, wobei der Südturm, der später getroffen worden ist, früher eingestürzt ist als der Nordturm. Dieser Einsturz ist in einer Geschwindigkeit erfolgt, die atemberaubend ist. Es war nämlich schneller als die Fallgeschwindigkeit. Also wenn Sie einen Kugelschreiber da nehmen, ja, und den fallen lassen, dann können Sie sich vorstellen, schneller als der Kugelschreiber jetzt gefallen ist, ist dieser riesige Turm mit 415 Meter zusammengebrochen.
Also ein Umstand, der physikalisch gar nicht möglich ist, außer man hat irgendeine Kraft, die praktisch den Turm wie aussaugt, ja? Wo zwischen den Geschossen irgendwie die Luft herauszieht, sodass die zusammengepresst werden und schneller zusammenstürzen als der Schall, also als der, die Fallgeschwindigkeit. Und diese Art kann man im Prinzip nur durch Explosivstoffe hervorrufen. Explosivstoffe verbrauchen Sauerstoff und jeder von Ihnen hat vielleicht schon einmal das Experiment gemacht, in einen Teller mit Wasser eine Teekerze hineingeben, so ein Teelichterl hineingeben, ein Glas drüber stülpen. Die Kerze verbraucht den Sauerstoff in dem drüber gestülpten Glas, saugt das Wasser heran, geht halt dann aus. Ja? Und diese Differenz ist das, was der Sauerstoff aufbraucht. Und wenn Sie das durch eine Explosion schnellstens verbrauchen, diesen Sauerstoff, so geschieht Folgendes, dass eben die Geschosse, die übereinander liegen, ganz einfach zusammengesaugt werden. Und das ist eigentlich der einzige plausible Grund, wieso ein Gebäude schneller einstürzen kann, als die Fallgeschwindigkeit ist. Wie der Nordturm getroffen worden ist, sind auch laufend aus den Videos zu sehen gewesen, Explosionen pro Geschoss, immer diese roten Flammen, die da herausgekommen sind. Und diese Explosionen haben bewirkt, dass Teile des Turmes 180 Meter weiter geschleudert worden sind. Und diese Teile haben dann das World Trade Center 7 getroffen und dort in Brand gesteckt. Jeder von uns, der irgendwann was zusammenstürzen hat gesehen, weiß, dass nichts 180 Meter wegfliegt, wenn nicht irgendwo eine Explosion damit in Verbindung ist, die diese Teile wegschleudert. Weil woher sollte diese Kraft kommen, dass das weggeht? Das World Trade Center 7 hat dann noch 7 Stunden gebrannt und ist erst am Nachmittag um 17 Uhr eingestürzt. In einer ähnlichen Art und Weise wie die beiden Nordtürme, nämlich vollkommen symmetrisch, senkrecht zusammen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass dieses World Trade Center 7 ist von keinem Flugzeug getroffen worden, sondern ist nur durch den Brand, durch den Hausbrand praktisch eingestürzt. Das heißt, Hitze ermüdet den Stahl, er verliert die Festigkeit und stürzt halt dann, also und gibt nach im Prinzip. Wenn man aber bedenkt, dass so ein normaler Hausbrand nur 400 bis 500 Grad hat, dann ist es schon einmal eine Frage, wieso ein Stahl, der erst mit 800 Grad zu versagen beginnt, in einem so riesigen Gebäude also versagt und einstürzt. Man muss sich vorstellen, das World Trade Center 7 hat eine Geschossfläche in der Größe eines Fußballfeldes gehabt. Ja. In dem Gebäude wurden 40.000 Tonnen Stahl verbaut. Wenn man sich das vorstellt, 40.000 Tonnen Stahl, da brauchen Sie 1230 Tonnen LKWs, um diesen Stahl zu transportieren. Würden wir mal diese LKWs hier am Ring aufstellen, bedeutet das, wir fangen hier an mit den LKWs, gehen rund um den Ring herum, wieder daher und dann noch einmal von hier bis zu Urania. Das sind diese Anzahl der LKWs, die man braucht, um 40.000 Tonnen Stahl zu transportieren. Jetzt eine symmetrische Versagen einer Konstruktion aufgrund von Temperatur ist nur dann möglich, wenn das gleichmäßig, wenn diese Säulen und diese Träger gleichmäßig erhitzt werden, dass sie nämlich gleichzeitig versagen in so Zehntelsekunden Abstand und das Gebäude so einstürzt, wie wir es gesehen haben, nämlich vollkommen symmetrisch, senkrecht, innerhalb von 7 Sekunden ist das Gebäude praktisch verschwunden. Jeder von Ihnen hat sicherlich schon einmal Blei gegossen und weiß,
wenn man also diese Figur, diese Bleifigur auf den Teller, auf den Löffel hält und erhitzt, wenn man den einseitig erhitzt, beginnt die Figur ganz einfach zu kippen. Weil dort, wo es am heißesten ist, geht es zuerst hinein. Und dort, wo es noch kühler ist, da bleibt es stehen. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen beim Versagen von der Stahlkonstruktion vom World Trade Center 7. Das muss also in diesen 80 Säulen, die da rundherum sind, die müssen vollkommen gleichmäßig erhitzt worden sein durch einen Brand, der nur durch Büromöbel und Sonstiges gespeist worden ist. Und das ist in meinen Augen eine Unmöglichkeit. Es ist unmöglich, so ein Gebäude so gleichmäßig zu erhitzen, wo noch die Ursache des Brandes ja praktisch durch weggeschleuderte Trümmer aus dem Nordturm entstanden sind. Also da ist nie ein Flugzeug hineingefallen, explodiert oder Sonstiges. Wenn man jetzt diese Filme Fachleuten zeigt, die mit Demolierungen von Gebäuden zu tun haben, und da sind ja schon einige solche Gebäude in gleicher Größe durch kontrollierte Sprengung abgerissen worden. In Las Vegas war das, in Philadelphia wurden ähnliche Gebäude so demoliert. Dann sieht man, dass solche Art und Weise des Versagens nur durch Sprengmittel möglich ist. Jetzt ist natürlich der Einwand seitens der Fachleute, die sagen, ja, aber wenn man solche Sprengungen vornimmt, dann dauert es ungefähr einen Monat, diese Vorbereitung. Man muss diese Sprengstoffe verteilen, man muss entsprechende Elektronik installieren, weil die Explosionen müssen in Zehntelsekunden Abstand genau erfolgen, damit man wirklich so ein symmetrisches Versagen der Konstruktion bewirken kann. Jetzt, ich habe damals studiert, also gerade als die World Trade Center gebaut worden sind, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass das Thema auch ventiliert worden ist, wie man diese Stahlkonstruktionen nach einiger Zeit wieder beseitigen kann, wenn sie in dieser riesigen Größe eben aufgestellt worden sind und wenn rundherum andere Gebäude vorhanden sind, die nicht zerstört werden dürfen durch so eine Demolierung. Und da wurden damals schon ventiliert, dass Sprengkammern in diese Hochhäuser eingebaut werden, die dann nur mehr, wenn es dann soweit ist, beschickt werden und die dann entsprechend einfach und schnell sozusagen für diese Demolierung ausgerüstet werden können. Wenn man sich diese Berichte dann von den offiziellen Stellen anschaut, so verweigern die ständig die Herausgabe der Pläne. Und wenn man sich fragt, warum verweigern die Herausgabe der Pläne, die ja an und für sich ja kein Geheimnis sind, dann aus meiner Sicht nur deshalb, weil man nachweisen könnte, dass eben tatsächlich Sprengkammern hier eingebaut worden sind. Sprengkammern in Gebäuden und Konstruktionen sind keine Seltenheit. Alle unsere Brücken sind aus militärischen Gründen mit solchen Sprengkammern ausgerüstet. Und die sind bereits fixfertig vorgesehen und werden nur im Ernstfall dann eben mit Sprengstoff bestückt. Eines der Sprengstoffe, die in der Lage ist, eine solche Explosion, eine solche Vernichtung praktisch von Material herbeizuführen, ist ein ganz neuer Sprengstoff, der auf Thermitbasis funktioniert. Dieser Sprengstoff erzeugt mehrere tausend Grad. Man hat ja, im Prinzip gibt es mehrere Arten von Sprengstoffen, die üblich sind. Das eine ist, das kennt jeder, Schwarzpulver. Das produziert eine starke Gasentwicklung und man muss sich das vorstellen, die Vernichtung erfolgt wie bei einem Luftballon, den man zu stark aufblasst, es macht einen Knall, er zerplatzt. Genauso wirkt Schwarzpulver. Die andere Art von Sprengstoff ist dann hochbrisanter Sprengstoff, der wirkt wie ein Hammerschlag. Also wenn Sie mit einem Hammer auf was draufhauen, so zerspringt das in tausende Stücke.
Das ist sozusagen diese brisante Sprengstofftechnik. Und eine dritte Methode ist eben die Methode, wo mit Hitze die Konstruktion zerstört wird und zusätzlich durch hochbrisante Sprengtechnologie hier noch eine Beseitigung von Verbindungen und so weiter geschaffen werden. Jetzt ist es aber so, dass diese Termite in den Schutt ganz bestimmte Nachweismöglichkeiten haben. Es werden nämlich Aluminiumverbindungen damit geschaffen und gleichzeitig auch Nano-Eisenpartikelchen, wodurch man sehr leicht auf die Verwendung von Termiten schließen kann. Was hat also die offizielle Regierungsstelle allerdings gemacht? Sie hat den Zugang zu diesem Schutt verwehrt und hat auch unmittelbar danach den Stahl abtransportiert und neu verwerten lassen. Der wurde eingeschmolzen und für den Schiffsbau dann verwendet. Also noch ein Indiz, wo man sagen kann, der Verdacht die Möglichkeit, dass eben solche Sprengstoffe verwendet sind, ist sehr naheliegend, weil sonst würden sich die offiziellen Stellen nicht so weigern, hier Proben nehmen zu lassen. Wenn bei uns ein Gebäude in Brand ist, das Erste, was die Feuerwehr macht, sie schaut im Schutt nach, ob Brandverstärker oder sonstige unterstützenden Möglichkeiten, also Materialien verwendet worden sind, um zu schließen, ob hier Verdachtmomente da sind, dass das ein gelegter Brand war. Und das alles wurde eben hier bei diesem World Trade Center total verhindert. Die Berichte selber sind ja auch aussagekräftig, weil zu den Nordtürmern wurde der Endbericht 2005, also 4 Jahre nach dem Einsturz, erst freigegeben, sind 300 Seiten und beschränken sich nur auf den Zeitpunkt des Flugzeugeinstürzes bis zu Beginn des Brandes. Aber über den tatsächlichen Einsturz wird in den ganzen 300 Seiten nichts berichtet. Genauso ist es beim World Trade Center, da haben sie sich noch mehr Zeit gelassen bis 2008 und die Aussage ist noch geringer. Also diese Methode von offiziellen Stellen, die glauben etwas verduschen wollen, ja, zu müssen, ist immer ident. Man verzieht die Analyse bis zu einem Zeitpunkt, wo sich keiner mehr so richtig erinnert und berichtet auch nur mehr einen Teil davon. Wenn ich an diesen Absturz von Flug MH17 denke, dann ist das dieselbe Methode, die da verwendet worden ist. Man hört nur gehört, ja, es ist eine Explosion gewesen von außen, das ist vernichtet worden, aber irgendwelche anderen Unterlagen, wie das Gespräch der Piloten oder sonstige Unterlagen aus der Blackbox, wurde mit dem Hinweis auf, ja, aus Sicherheitsgründen kann das nicht veröffentlicht werden. Also mich erinnert das ganz deutlich an diese Methode, wie auch die Wahrheit bei 9/11 verhindert worden ist. Und das ist also schon eine Sache, wo man sagen kann, ja, 9/11 ist ein Anlass für uns alle, genau zu schauen, was machen jetzt eigentlich die Behörden so mit all diesen Informationen. Wie werden die vor uns verheimlicht? Welche Methoden werden hier angewendet? Und wenn wir an unsere vor der Tür liegenden Themen denken, wie zum Beispiel die Hyperable Adria, wo 18 Milliarden Geld verschwunden ist, wo auch die Aufklärung hinausgezögert wird und man sich vorher erst weigert, irgendwelche Untersuchungsausschüsse einzurichten. Und erst, wenn wir uns als Bürger entsprechend wehren und einsetzen, dann passiert langsam irgendetwas. Und wenn es um so riesige Zahlen geht wie 18 Milliarden, mit diesen 18 Milliarden haben jetzt die Studenten am Karlsplatz nachgewiesen, dass man eine ganze Stadt wie Klagenfurt, ja, bauen kann damit. Dann kann man sich erst ausmalen, was bedeuten 18 Milliarden. Also wenn es um so riesengroße Summen geht oder Werte geht, dann ist man vielfach, man steht praktisch davor einer Zahl und kann sich gar nicht vorstellen.
Und daher denke ich, dass 9/11, obwohl es jetzt schon 13 Jahre zurückliegt, für uns Bürger und nach wie vor eine Sache ist, die betroffen macht und wo wir schauen müssen, welche Methoden werden angewendet, um uns hinters Licht zu führen. Und darum bin ich so froh, dass es diese Friedensmahnwache hier gibt, wo sich eben Friedensaktivisten zusammenfinden und schauen, ja, wir wollen den Regierenden und wir wollen den Mächtigen auf die Finger schauen und wir geben nicht nach, bis wir genau wissen, was passiert eigentlich so hinter verschlossenen Türen. Und damit möchte ich mich sehr herzlich bedanken und ich glaube, ich konnte zeigen, dass bei 9/11 schon Unklarheiten da sind, die zu bedenken sind. Und es sind jetzt schon 2000 Ziviltechniker in den USA, die ganz massiv eine Aufklärung verlangen und ungefähr 20.000 Nicht-Ingenieure, die auch hier dahinter sind. Also Sie sehen, es nutzt etwas, es dauert manchmal, aber es nutzt etwas und wir müssen weiter gemeinsam dranbleiben, dann erreichen wir auch etwas. Danke sehr.